Gut, wovon wollen wir reden? Ich will kurz beschreiben, was Business Storytelling ist und was es auch nicht ist. Storytelling ist ein Begriff, wenn Sie den googeln, wir haben dem Kurs auch eine Leseliste beigefügt, der ist extrem vielfältig, extrem schillernd. Wir haben, ich glaube, locker über 30, aber zumindest über 20 Bücher auf der Leseliste und natürlich geht jeder von so einem gewissen Grundverständnis aus. Und es gibt sehr viele Spezialdisziplinen des Storytellings, zum Beispiel Visual Storytelling. Häufig verwechseln Leute auch solche Dinge wie zum Beispiel einen narrativen Bogen und eine Story. Ich will gar nicht so weit ins Detail gehen. Ich sage nur, es ist, glaube ich, wichtig, dass Sie sich diesen Teil genau ansehen, weil Sie erst daraufhin hinterher verstehen, warum ich Ihnen das beibringen möchte, was ich Ihnen beibringen werde. Ich habe nämlich eine sehr gut fokussierte und zusammengefasste Definition von Storytelling entworfen. Fangen wir an. Business Storytelling publiziert faktische Informationen mit Hilfe einer persönlichen Perspektive. Das ist die eigentliche Kernaussage. Es gibt alle möglichen Arten, von einer Story zu reden. Es gibt zum Beispiel die journalistische Story. Was all diese Geschichten aber miteinander verbindet, ist, dass eine Persönlichkeit, eine Person, das kann ein echter Mensch sein, das kann im Zweifelsfall auch etwas Anthropomorphes sein, im Mittelpunkt dieser Geschichte steht. Wir brauchen eine persönliche Perspektive. Ich rede davon nicht, dass Sie zum Beispiel eine Infografik bauen, die in irgendeiner Form, weil sie über 50 Jahre geht, auch eine Form von Geschichte erzählt, sondern mir ist eines ganz wichtig. Wann immer Sie ein Storytelling-Projekt beginnen, geht es darum, dass Sie einen Menschen in den Mittelpunkt stellen. Nichts anderes. Im Prinzip ist das eigentlich schon das Einzige, was Sie wissen müssen. Der Witz dabei ist, dass Sie auf diese Weise nämlich etwas tun, was Unternehmenskommunikation und Marketing häufig genug vernachlässigen, weil Sie in Fakten schwimmen und damit keine Menschen erreichen. Sie verbinden auf diese Weise nämlich Information mit Emotion. Und wenn Sie das tun, dann erzielen Sie eine bessere Wirkung als durch Fakten alleine. Ich werde Ihnen gleich noch erzählen, warum das so ist. Es ist nun mal nur in diversen Studien bewiesen, dass wenn Sie einen Menschen nicht nur faktisch ansprechen, sondern wenn Sie ihn auch mit Emotionen berühren, dass er Ihnen dann im Zweifelsfall Ihre Geschichte eher abkauft, dass er Ihnen im Zweifelsfall Ihr Produkt eher abkauft oder dass ein Change-Prozess wesentlich besser funktioniert. Der Grund, warum ich darauf nochmal besonderen Wert lege, ist die Tatsache, dass Sie nämlich auf diese Art und Weise etwas erreichen, was zumindest das Investment in diesen Kurs rechtfertigt. Sie erzielen nämlich auf diese Weise einen optimalen Nutzen für Ihr Unternehmen. Also, wenn Sie bisher hingegangen sind und haben Pressemitteilungen veröffentlicht, dazu noch ein paar Factsheets und ein paar Q&As, dann gehen Sie in Zukunft hoffentlich raus, egal ob Sie in der internen oder in der externen Kommunikation sind, und packen eine Story dazu, das heißt, stellen einen Menschen in den Mittelpunkt. Und Sie müssen es mir glauben für den Moment und müssen es dann nachher selber ausprobieren, aber der Nutzen für Ihr Unternehmen oder für Sie persönlich wird im Zweifelsfall wesentlich größer sein, als Sie das bisher kennen. Das Medium, die Kanalarchitektur, das Format, das Sie dabei nutzen, das ist eigentlich völlig gleichgültig. Es gibt also bei mir zumindest, keine Definition von Storytelling, die sagt, Sie müssen jetzt auf jeden Fall ein Video drehen. Sie müssen auch nicht mal unbedingt einen Text haben. Sie können wählen, was immer Sie wollen, solange Sie einen Menschen im Mittelpunkt Ihrer Geschichte haben. Das können Dinge sein wie zum Beispiel Testimonials, die Sie einfach nach vorne bringen sollen. Es können Anekdoten sein, Anekdoten über Ihren CEO. Es kann natürlich eine schöne Reportage sein. Eine schöne Reportage ist immer eine gute Story, wenn sie gut gemacht ist, wenn Sie zum Beispiel Journalist sind oder Journalisten im Team haben. Es können sogenannte Buyer Legends sein, wo Sie sehr ausführlich beschreiben, warum ein Kunde mit Ihrem Produkt ein besseres Leben hat, als er das vorher je hatte. Es können aber auch Projektberichte sein. Sie können das mit Text machen. Sie können es mit Audio machen, gerade jetzt reden wir ja sehr viel über Podcasts. Sie können Videos einsetzen oder wenn Sie die Möglichkeiten haben, können Sie natürlich auch mit Augmented Reality arbeiten. Sie können das auch veröffentlichen, wo Sie wollen. Sie können es ins Internet packen, Sie können es in die Mitarbeiterzeitung packen, Sie können es in Newslettern haben. Auf der Corporate Website, in Social Media ist eigentlich alles egal, solange Sie immer einen Menschen im Mittelpunkt haben. Ich sage es deshalb so oft, auch wenn es vielleicht schon ein bisschen langweilig ist, weil das wirklich das Zentrum all dessen ist, was ich Ihnen in den nächsten 3,5 bis 4 Stunden erzählen möchte.